gemeinsame Mahlzeit im Familienkreis wird heutzutage nur noch wenig Wertschätzung zuteilt, eigentlich unverständlich. Was wir hier vor uns haben, die Zubereitung für ein Essen von ungefähr, ja, für eine Größe von 8 Personen ungefähr, 7 bis 8 Personen, war früher gang und gäbe. Die frische Zubereitung von Speisen im Familienkreis, für die Familie, von der Familie, war seit jeher ein Teil. Sie waren natürlich auch notwendig, weil das Essen einfach nicht fertig auf den Tisch kam. Heutzutage ist das oft anders. Das Essen wird fertig vorbereitet, gekauft, Fertiggerichte, Fast Food, stellen heute einen großen Teil der Nahrungsaufnahme in vielen sogar Familien dar. Nein, nicht nur Single-Haushalte, große Familien ernähren sich gar von fertig vorbereiteten Kartoffelpuffern, Tiefkühlpizzen, Pommes frites und mehr. Dabei ist ein köstliches Kochen im Familienkreis so einfach, so nahrhaft, so kostengünstig und es macht auch noch Spaß. Was wir hier vor uns haben, sind Grundbestandteile einer gesunden Ernährung bzw. ein Serviervorschlag, wie denn so ein gesunder Tagesablauf aussehen könnte. Die Hähnchen werden jetzt schon gewürzt. Das ist der erste Akt dieses Kochprozesses. Diese Bananen sind etwas, wirken etwas deplatziert, sind allerdings natürlich sowohl als Dessert als auch als der nahrhafte Zwischenmahlzeit wohl geeignet. Der Apfel, davon müssen wir eigentlich gar nicht mehr sprechen. Es sollte sich von selbst verstehen, dennoch. In vielen Familien, insbesondere des sogenannten Prekariates, sind die Kinder schlecht ernährt, übergewichtig, den falschen Nährstoffen täglich ausgesetzt, zu viel vom Falschen, zu wenig des Guten und das Gute liegt so nah. Es liegt oftmals sogar schon in unserem Garten. Was wir hier sehen, ist ein Bund Thymian, was das erste exotisch anmutet, ist ein beliebtes Haushaltsgewürz und wird gleich unter anderem die Füllung dieses Hähnchens markieren. Und das kann man natürlich auch als Bund kaufen und in seinen Garten oder sogar schon, falls man keinen Garten, nicht mal einen Garten hat, auf den Balkon zu pflanzen. Das ist so einfach und mit ein bisschen Pflege und ein bisschen Arbeit, das bedeutet natürlich auch, kann man wirklich seiner Familie ein nahrhaftes Mahl einschieben und so noch etwas für die Familiengemeinschaft tun. Ich mache mich jetzt auch an mein Hähnchen und bitte, dies noch einmal zu beherzigen. Guten Appetit!